Übungen macht. Unglaublich. So, jetzt haben wir diese erste Übung demonstriert. Ja. Jetzt zeige ich Ihnen natürlich auch noch ein paar Übungen, die Sie auch noch damit machen können. Mhm. Übrigens, wusstest du, woher diese Vibrationsgeräte überhaupt herkommen? Woher soll ich das wissen? Ich komme mal kurz runter, wenn ich dir das erkläre. Ja, bitte. Sonst, ich kann wieder nicht beides machen, reden und denken und trainieren. Das wird ein bisschen schwierig. Reden und trainieren, okay, das geht gerade noch so. Das kommt ursprünglich aus der Raum. Genau, ich mache es mir jetzt einfach mal bequem. So, das wackelt. Ja, ja. So, und dann spanne ich alles an. Po, Oberschenkel, Wade und los geht's. Das ist immer wichtig, dass man anspannt. Ne? Soll ich jetzt mal mehr Gas geben? Ja, du kannst ruhig mehr Gas geben. Dass Backen stramm macht. Jetzt hört man es schon so langsam in meiner Stimme, dass die Vibrationsstufe steigt und steigt. Ist das schon die maximale Power? Ja, ich glaube nicht. Ja, dann gib ordentlich Gas. Ja. Okay. Schön. Möchtest du die nächste Übung sehen? Ja. Da gehe ich jetzt vor dir auf die Knie. Das wollte ich auch meinen. Ich bin zwar nicht Til Schweiger, aber... Ich gehe trotzdem auf die Knie. Und zwar, das ist eine super Übung zum einen für die Arme, aber auch für die Rückenmuskulatur, denn wir stehen ja sehr viel am Tag und da ist es auch ganz wichtig, dass unsere Rückenmuskulatur gekräftigt wird. So, wie gesagt, ich knie mich vor die Rüttelplatte, vor dem Vibrationstrainer. Okay. So, lege die Hände darauf. Mhm. Und spanne jetzt wieder alles an. Alles, was trainiert werden soll, spanne ich an. Okay, man sieht jetzt, wie der Oberkörper sich schon bewegt. Yeah. Shake it, baby. Super. So komme ich mir gerade vor. Das ist ein klasse Gerät. Finde ich auch. So, und die allerletzte Übung, da brauchen wir einen Stuhl. Okay, hier einen Hocker. Genau, am besten so ein Hocker, der eignet sich wunderbar. Okay. Also egal, was Sie für einen Stuhl nehmen, liebe Zuschauer, geht alles. Hauptsache, Sie können sich vor die Vibration... Den haben wir uns in der Eisdiele ausgeliehen, weil die haben ja noch zu. Genau. So, also Sie nehmen einfach ganz bequem Platz. Aha. So. Und stellen die Beine jetzt hier rauf. Ja, locker lassen oder wieder anspannen? Nein, schön anspannen. Also wenn Sie anspannen... Machen wir ganz langsam erst. Wenn Sie anspannen, ist es eine tolle Übung für die Waden. Ja. Wenn Sie locker lassen, ist es eine Lockerung oder eine Dehnung. Genau, also entweder... Sie ist nämlich hier live im Studio, unsere Anne-Kathrin Hallo, Kosch. Lieber Walter. Ja. Hallo, liebe Zuschauer. Und sportfrei ist heute wieder mal unser Thema. Träumen vielleicht auch Sie von einem heiß begehrten Sixpack oder einer starken Rückenmuskulatur? Waschbrettbauch. Waschbrettbauch oder diesen muskulösen Oberarm? Ohne jeden Tag dafür ins Fitnessstudio zu müssen, weil Sie eventuell wenig Zeit haben oder vielleicht ist es Ihnen auch einfach zu teuer geworden, dann habe ich jetzt das perfekte Gerät für Sie. Tada! Den 4-in-1 Fitnesstrainer. Sie denken jetzt erstmal, der hat jetzt drei frei. Ja. Ja, also zum einen lege ich das jetzt einfach auf den Boden. So, einfach hier so platzieren, wie Sie das gerne hätten oder wo Sie das gerne hätten. Im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Bad, wo auch immer am meisten Platz ist. Eine schöne, bequeme, ab einem gewissen Alter bekommt man hier so diese, wie nennt man das, Winkelarme. Und damit kann man natürlich auch vorbeugen. Da habe ich mal ein paar Übungen mitgebracht. Oh. So, ich setze mich jetzt zum Rücken zu diesem Gerät. Das Beine ist jetzt lang. Also sozusagen für die Bizeps, ne? Genau, Bizeps, Trizeps. Ich glaube, das hier oben ist der Bizeps, das ist der Trizeps. Mhm. So, einfach Beine lang, schön bequem machen und dann kann es auch schon losgehen. Hier abstützen hier hinten an, diesen, ich stehe locker an dabei. Dieser Wölbung. So, und einfach Popöchen heben und dann locker, fluffig so. Das sieht sehr einfach aus. Aber je mehr Wiederholungen man macht, desto anstrengender wird es. Man sagt immer so, lieber ein paar weniger machen, aber dafür mehr Wiederholungen. Ich würde jetzt so 3x15 Wiederholungen machen. Mache ich jetzt natürlich nicht, sonst bin ich außer Atem und kann Ihnen dann nicht mehr die anderen geben. Nummer 1, genau. Jetzt kommt Nummer 2. Richtig. Und ich sag's nochmal zu Hause, bevor Sie also tatsächlich sich eine 10er-Karte kaufen fürs Fitnessstudio, überlegen Sie mal, Sie müssen sich anziehen, Sie müssen aus dem Haus raus, eventuell irgendwo hinfahren, Parkplatz suchen, dann rein ins Fitnessstudio. Es ist alles der Wahnsinn. Sie kommen nach Hause völlig kaputt, haben eine 10er-Karte und da fahren Sie dreimal hin und dann ist vorbei. Ne? Richtig. Da haben Sie viel zu viel Geld ausgegeben. Und hier sehen wir ja einen super Preis mit einem super Gerät. Das können Sie benutzen, wann Sie wollen. Wenn Sie keinen Bock mehr haben, einfach unter das Bett. Und jetzt kommt Nummer 2. Schön, hätte ich nicht sagen können. Genau, jetzt kommt Nummer 2. Das wären jetzt die berüchtigten Liegestütze. Die sind ja bei uns Frauen nicht so beliebt, aber bei Männern, die wollen ja immer hier so eine Oberarme haben, so eine Muckis. Im Sommer dann schön Achselshirt und los geht's. Ich weiß nicht, ob die Frauen das wollen bei den Männern oder gemischt, ob die Männer gemischt. Das bei sich selber. Das weiß ich nicht ganz. Egal, falls Sie es mögen, ich zeige Ihnen einfach mal die Übung. Okay. So, die kennen wir alle, die Liegestütze. Bleibst du stehen? So? So. Nein, ich meine, bleibt das Gerät so stehen. Das Gerät bleibt so stehen. Sie müssen gar nichts machen. Ich dachte, und los geht's. Und los geht's. Eins. Zwei. So, die starken Männer müssen dann drei, natürlich ein bisschen tiefer. Oder?
Nummer 3. So, ich halte das hier fest. Genau, Nummer 3 wären jetzt für den Sixpack. Aber da ich heute meine High Heels anhabe, machen wir das jetzt einfach mal zusammen mit dem Walter. Nein, so. Nehmen Sie es einfach, wenn Sie den Tisch zu Hause weg schieben, dann schieben. So anspannst und das ist nicht gut. Also, ich lege jetzt einfach mal los und Bauch anspannen und los geht's. Eins und zwei und drei und vier. Das ist bestimmt auch gut für den Rücken, ne? Auch nicht nur für die Bauchmuskeln, Bauchmuskeln. Unter anderem, aber hier wird am meisten die Bauchmuskulatur. Das ist doch richtig cool, ne? Sehr, sehr schön. Ja. Und für die vierte Übung, ja, da habe ich was ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Und zwar, die vierte Übung ist für die Arme. Ja. Und dazu müssen wir das gute Gerät an einen Türrahmen einhängen. Hause, da ist alles drin. Wie ein kleines Köfferchen. Wenn Sie gerade gemütlich auf der Couch sitzen und Pearl TV schauen, mache ich mich jetzt hier live für Sie zum Hampelmann und präsentiere Ihnen den 4-in-1-Trainer. Ich will Ihnen demonstrieren, wie einfach das zu handhaben ist, ohne großartige Löcher zu bohren in Ihren Türrahmen, sondern einfach nur einhängen. Und das zeige ich Ihnen jetzt. So, ich hänge das hier einfach ein. So, wichtig ist, dass Sie das genau mittig platzieren, damit es hier einen schönen Halt ergibt. So, und nun halten Sie sich fest. Jetzt kommt's. Es gibt verschiedene Varianten, wie Sie Bizeps, Trizeps trainieren können. Die zeige ich Ihnen jetzt alle der Reihe nach. So, Numero uno wäre diese Variante. So, ich glaube, bei zwei Stück soll das jetzt aber auch genügen. Puh. So, die Nummer zwei wäre diese Variante. Und da verlassen mich auch schon langsam die Kräfte. Und das wäre dann die dritte Variante, die ich Ihnen jetzt leider vor lauter Außeratem nicht mehr präsentieren kann. Oder ich probiere es einfach mal. Ich bin mir ja für nichts zu schade. Oh, es funktioniert einfach nicht mehr. Die Kräfte haben mich verlassen. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder bei Walter im Studio. Der wartet schon auf mich und dann präsentiere ich Ihnen noch die anderen Übungen, die wir damit machen können. Bis gleich.